Dann habe ich mehr Kontrolle, aber Schussfolge ist nicht so schnell. Das macht nichts. Ja, eben. Das macht gar nichts. Oh. Was haben wir denn aktuell für ein Visier drauf? Ein Achtfach-Zoom, ne? 83 Meter Hörreichweite. Und das hier hat. Ah, ist auch ein Achter. Ja, weil ich habe bei dem Gewehr habe ich jetzt 14-fach. Ja. Also das ist jetzt eine absolute Maschine geworden. Das wird geil in der nächsten Mission. Das mal angucken. Und soweit ich es gelesen habe. Ja, genau, das ist tatsächlich nur achtfach und ich kann das nicht ändern. Ah, okay. Also ich kann nicht ran oder wegzoomen oder sowas. Ja. Aber das ist ja auch gar nicht mal so schlimm. Dafür habe ich aber höhere Stabilität. Ja, eben. Und du kommst ja ziemlich gut zurecht mit dem Ding. Ja. Wenn man so urteilen darf. Das ist okay. Oh ja, hier ist die Panzerfaust, stimmt. Damit möchte ich eben mal ganz kurz ein Auto abschießen. Ja, bitte. Ich gucke mal, was das für ein Zahnrad ist. Ja. Ich weiß nämlich nicht, was das hier ist. Aber ich war doch hier drin. Ist doch der Turm. Ach, da kann sogar. Okay, alles klar. Jo! Okay, gut. Oh, nee, ich war nicht hier drin. Kann man benutzen. Ach, und voila. Oh, schön. Die Maschinenpistole. Ja, bitte, will ich haben. Was haben wir jetzt? Muss ich, also ich kann nicht nur an einer bestimmten Werkbank dann auch die Waffe, die Nö. dazugehört, machen? Nö, Ne, das, kann jeder, ne? ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Die habe ich gerade, dann passe ich die mal an. Modifizierte Schalldämpfer, ist aber okay. Das passt. Perfekt. Okay. Ja. Was eigentlich mit dieser Flak hier? Gar nichts. Der Flak. Ja, ich dachte, dass man die irgendwie hochjagen muss oder so. Aber nö. Was müssen wir denn hier noch machen? Diebe haben ein Zimmer über den Haupteingang. Okay. Antiquitäten. Oh, ein 14-fach-Fernrohr. Aber dafür ist die Hörreichweite auch bei 135 Metern. Ja, das ist der Nachteil bei mir dann Ja. halt. Achso, das hast du gerade drauf dann, ja? Ich habe das Gewehr, ja. Okay. Na gut, dann habe ich das soweit, dann passt das. Also musst du entscheiden, ob du halt das kleinere nimmst. Ich nehme das kleinere, ja. Ist vielleicht gut, dass jeder verschiedene Distanzen vielleicht hat. Ja. Denke auch, 83 Meter, das passt. Ja. Weil darauf ist jetzt auch ein Schalli, so wie ich das sehe. Ja. Okidoki. Okay. Dann muss ich mal die Karte eben aufmachen, um zu gucken, was es hier noch Schönes gibt. Ja, die Antiquitäten. Die Diebe haben ein Zimmer über den Haupteingang. Ja. Okay. Die Antiquitäten sind hinter Gemälden. Ja. Oh. Bruder, ich habe einen Plan.
Ah, Antiquitäten. Okay, doch nicht. In der Gemälde. Hier ist auch eins. Es war in der Truhe drin. Okay. Okay, ja. Fangen wir noch das dritte jetzt. Wo findet man Antiquitäten? Ist die einfach so an Gemälden? Musst du mal rangehen oder was? Oder? Ja, in Gemälden war das eine und hier war in der Kiste eine drin. Muss ich wie ein Bolzenschneider aufmachen. Okay. Wird das angezeigt oder was? Oder? Nö, Zufall. Also beim Gemälde war halt dran, untersuchen. Okay. Bei einer Kiste, wie gesagt, halt Bolzenschneider oder sowas. Ja. Ich glaube, hier in seinem Büro ist, glaube ich, nichts mehr. Kann jetzt nicht nochmal so ein Spieler kommen? Weil ich habe von hier oben hier eine ganz geile Sicht. Aber naja. Ja, wo sollen wir die jetzt finden? Das ist das Problem. Ist noch panzerbrechende Munition? Ach hier, 2 von 3. Einer der Diebe ist ein Scharfschütze auf dem Hof. Oh. Was? Warst du hier schon? Wo? Schloss knacken. Info extrahieren. Ja, mach mal. Ich nehme mal den Zettel weg. Oh. Ah ja. Dann schloss ich mal eben das Knack. Ja, dann knack mal das Schloss. ja, vielleicht ist es da drin. Naja, hier ist alles so zugestellt. Geiler Punkt für Sniper. Ja. Aber hier ist nichts weiter drin. Hier, oh ne, hier war ich auch noch nicht. Ah ja, geile Sicht. Jo. Ja. Nee, also es heißt ja jetzt, einer der Diebe ist ein Scharfschütze auf dem Hof. Ja. Ja. Das heißt, irgendwo auf dem Hof ist jemand. Ja, der schon wahrscheinlich da unten irgendwo liegt im Modder. Ja, und nicht durchsucht haben. Ja. Ja, toll. Toll. Toll, hätte uns auch mal sagen können. Ja. Frech. Scharfschütze. Hof. Wo? Wer ist denn hier Scharfschütze? Meldet euch mal. Wer war denn hier Scharfschütze? Du? Hast du nicht von weiter weg einen Scharfschützen erledigt mal? Das war außerhalb. Ach so. Glaube ich. Ja, es ist außerhalb, oder? Ja, doch, klar, es war außerhalb. Nothing else to find. Du bist offiziell. Hm. Ich will jetzt aber auch nicht stundenlang hier suchen, das ist das andere Ding. Ja. Scharfschütze auf dem Hof. Ja, ihr seid ja witzig. Auch nicht. Was weiß ich denn, wo ich jetzt überall einen Scharfschütze erledigt habe? Merke ich mir doch nicht. Oh, warte mal.
Oben einer? Finde ich auch. Du hast doch Scharfschütze. Aha! Ach was? Ach, da oben. Da haben wir es doch. Okay. Ja, voll. Ja, dann haben wir alles hier, wa? Wir haben alles. Wir haben jeden und wir haben alles. Schön. Ja. Wenn du auf die Karte guckst, so am Rande, da siehst du auch noch ein paar Gebäude. Sind die noch wichtig? Müssen wir da irgendwie was... Nö. Also ich glaube nicht. Versteckte Sammelobjekte haben wir alle? Weiß nicht, ob wir alles haben. Also ich habe 2 Adler. Oh, lol. Keine Ahnung. Ich kann 4 Fertigkeitspunkte mal eben. Oh, ich kann 3. Ei. Mehr Gesundheit. Ist ganz wichtig. Gesundheitsboost, ne? Ja. Ja. Was haben wir hier? Rasche Erholung. Oh, diese Hand. Okay. Mehr Sprengstoff tragen. Ja, ja, das hört sich gut an. Hervorragend. Gut. Ja, weil sonst würde ich doch tatsächlich noch mal, also sollen wir noch mal irgendwo hin zum Gebäude oder sollen wir hier abhauen? Ich würde sagen, abhauen, oder? Also ja. Wir haben ja alles. Also, was ging halt? Ja, aber wo sehe ich denn noch mal die Sammelobjekte alle? Ja. Oder wie viel wir von was haben? Escape. Oh, 18 von 19. Oh. 18 von 19. Das ist der Adler. Ja, dann, also ich möchte den vielleicht noch mal finden. Ja, dann... Scheiße. Ach Mist, das ist ein Goggle da oben drauf. Ja. Moment mal. Wer bist du denn? Oh! Da ist der Adler. Nee, doch nicht. Ja, vielleicht hieß er mit Nachnamen Adler. Vielleicht. Jung Johann Adler. Ja. Problem. This grass could make some useful cover. Warum? Alles? Ja, wo soll ich denn jetzt den Adler finden? Ja. Aber der ist ja eigentlich immer so auf Dächern, ne? Nein, nicht immer. Nicht also immer. Ich erinnere mich an zweiten Teil. Da war da manchmal auch so ein Gebäude dran. Okay. Aber Dächer, ja, ist halt meistens. Sind ja nicht so viele. Hast du noch jemanden erwischt? Nee. Ich hab bloß das Gewehr hier angeguckt. Ach so. Ist ja keiner mehr da. Also. Das stimmt. Also wir haben eine ganze Festung ausgeräuchert. Also. Ja, wirklich. Also das war ja reinstes Fest. Von allen Seiten. Bisher beste Mission. Ja, das war ein Fest. Wirklich. Also, Respekt. Und ich glaube, so sollten wir das auch immer machen. Von zwei Seiten. Ja, ich denke auch. In die Zange nehmen. Wo finde ich denn jetzt diesen... Kack. Can't find anything else.
Aha. Hast du? Nee. Ja, nee. Ja, schön wär's. Schön wär's, ja. Leider nicht, leider nicht. Also einer war ja hier. Bei der Festung. Ja. Gehen wir nicht davon aus, dass die so nah beieinander sind? Nee, ich denke auch nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz ein bisschen spazieren hier. Ich glaube, die Suche kann noch ein bisschen dauern. Ja. Deswegen würde ich sagen, machen wir einen Cut und wenn wir den gefunden haben, zeigen wir euch dann die Position, nicht? Würde ich sagen. Ja, machen wir. Alles klar. Alles klar. Also dann bis hoffentlich gleich. Blende. So. Ja. Da ist er, der Hund. Also Adler. Der Adler. Das ist wirklich frech. Aber ja, also Felsvorsprung, manchmal kann man die echt übersehen. Genau. Ich mach mal, ne? Bitte. So. Und wir haben alles. Wir haben alle Objectives. Komplett drüber gewischt. Ja. Inklusive feindlicher Spieler. Also hier ist dann lass uns hier endlich verpissen. Ja, bitte. Achso, ich wollte ja meine Maschinenpistole zeigen. Ja, zeig mir deine Maschinenpistole. Hast du mit dem Raketenwerfer schon mal ein bisschen hantiert? Noch gar nicht. Hol dir mal den. Oh. Ist das ein Thompson? Das ist die Thompson. Ja, war mal eine. Wo ist denn hier? Oh, hier. Komm in den Keller. Ja. Na gut, da gehen wir mal in den Keller. Hier ist noch eine. Ach, guck mal. Jo, da kannst du rausgehen mal und so ein Auto in die Luft jagen oder was? Ja, mach mal das mal, wa? Jo, ja. Ja, ja. Der Kühlwagen da. Wo? Der. Der ist doch so klein. Der reicht doch. Ach so, ja genau. Gut, dann los da. Wunderschön. Nett. So, nur ist gut. Nur ist gut, ja. Aber wer hat denn das angezündet? Damit wollten wir wegfahren. Toll. Ja, toll. Weißt du. Wie mal die Deutschen, die hier schlafen. Ja. Die hier schlafen wollen. Ja. Die sind nicht tot. Natürlich nicht. Die tun nur so. Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten.
fürchte nicht. Ihr Büro im Chateau wurde ausgeräumt. Mein Büro? Wie ist das passiert? Wir haben einen Saboteur erfasst. Aber er redet nicht. Bringen Sie ihn her. Vous aurez bon temps, tu es tout ce que vous voulez. Je ne dirai rien. Monde nazi. Le Shadow va venir vous descendre tous d'une balle en pleine tête. Vous ne verrez rien venir. Der Schatten. Bitte? Hat Operation Krake den Scharfschützen angelockt, der Walens Ratte und Bohms Raketen zerstört hat. Update received from Blue Viper. Fairburn, continuing to investigate Obergruppenführer Abelard Möller. Intel recovered at Chateau de Berengar references Operation Kraken. We also have details of a number of high-ranking Nazi individuals linked to the operation. Pudel, der Gipfel darf nicht gestört werden. Versetzen Sie unsere Scharfschützen in Bereitschaft. Dieser Schatten soll nur kommen. Intel indicates Möller aware of Fairburn. Suggests continued pursuit high risk, if not impossible.